Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einer weiteren Folge Doom Golden Sun. Wir werden da erstmal direkt einen losfetzen. Ich habe da nämlich richtig gut Bock drauf. Ja. Mal ein bisschen hier so ein bisschen rumzuhopsen und so ein bisschen zu gucken, was wir noch so erreichen können da heute. Ich werde direkt mal umschalten. So, zack. In der Hoffnung, dass das alles richtig lübt hier und dass alles aussieht, wie es aussehen soll. Mal gucken. Wir schauen einmal. Wir sehen sie, wenn nichts. Das ist natürlich wieder typisch. Schauen wir zurück und schalten wieder hin. So, mal gucken. Es ist jetzt immer noch nicht da. Das verstehe ich immer nicht, warum das hier so ist. Ich hoffe aber, dass es gleich auftauchen wird. Ich bin mir da auch manchmal gar nicht so sicher, ob ihr das nicht auch schon richtig seht eigentlich. Ne? Mal gucken. Da ist es. Hm? Soll ich vielleicht mal kontrollieren. Ne? Gut. Wir haben 15 davon. 5 hiervon. Wir werden jetzt mal hier in die Grasslands hopsen. Da habe ich irgendwie Bock drauf gerade. Grasslands. Hübsch ist es hier. Noch. Alles mal nachladen. Für Imps brauchen wir nur die, das reicht. Oh, keine Emotion mehr dafür. Ärgerlich. Na gut, dann so. Das war nicht meine erste Wahl, Jungs. Tut mir leid. Oh. Umschalten. Ist irgendwo so ein Stinker. Ach nee, ist nur so einer. Mies. Das ist zwei. Na ja, gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Da kommt der. Ah. Das ist so. Oh. Alter. Na also. Geht doch. Oh. Verdammt. Eins. Zwei. Hi. Drei. Oh, oh. Das riecht nach Ärger. Umschalten. Aha. Das sieht nicht nur so aus. Es riecht nicht nur so. Es sieht auch noch so aus. Haben wir hier? Nehmen wir mit. Ah, diese schöne Musik dazu. Wie viel haben wir hier noch? Oh, Munition ist allgemein alle gerade, ne? Das ist ja ungünstig. Ich hätte mehr Munition kaufen sollen, glaube ich. Oder überhaupt mal meinen Munitionsstand checken sollen, ne? Okay. Gut. Ah. Oh, 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 oh. Wo wollten wir denn gerade hin? Da kommen wir nicht so hoch, ne? Aber ich sehe gerade unten ist Munition. Kommen wir da rüber? Mal nachladen. Das Ding haben wir ja auch noch, das stimmt ja. Ha. Benutzen wir die noch mal ein bisschen. Und die da oben runter zu schießen, da die Jungs. Ja, wo seid ihr? Komm. Okay. Stinkgeil. Tja. Munition, Munition, Munition. Sehr gut. Diese Notenblöcke, waren die nicht so zum Springen da? Ich glaube ja, ne? Trampolinmäßig? Ah, schön. Ja, das macht Spaß. Das macht Laune. Das gefällt mir echt gut. Das nehmen wir mal mit. Secret hier drin? Nee. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie hier in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben. Oh, die Soundeffekte dazu, ne? Das ist allererste Sahne hier. Finde ich richtig gut.
einsammeln, was hier noch ist. Ja, das ist wirklich, wirklich ein meisterhaftes Projekt, diese ganze Golden Souls-Sache. Oh, oh, zu dicht dran gewesen. Ungünstig. Auch mal gut, dass ich eben noch was eingesammelt hatte da. Meine Güte. Hätte schnell vorbei sein können. Alles mal nachladen. Schadet nicht. Das Ding nicht. Der ist auch in Ordnung. Okay. Zack. Mitnehmen, was wir mitnehmen können. So. Na ja, gut. Vielleicht sollten wir mal speichern. Nur für den Fall, dass hier ordentlich Action ist. Wie ich sie hasse, ne? Wie ich sie hasse. Ah. Ist hier was versteckt? Sieht nicht so aus. Oh. Hallo. Bloß aufpassen. Ich bin auch noch was angeflogen. Puh, ich habe mich schon tot gesehen. Wenn wir hier runterspringen, kommen wir ja wieder hoch. Wir speichern. Wollte ich selber mal. Ich möchte nämlich nichts aus Versehen. Oh, was ist das denn? Das sieht gut aus. Aha, eine Regenbogenflasche. Ist das irgendwie eine Waffe? Hm. Sieht nicht so aus. Aber vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Mal gucken. Wo ist er? Ich habe direkt mehrere da hinten. Bäh. Bäh. Zit. Dann müssen wir mal auf die andere Seite hier. Müssen wir Munition nehmen. Hm. Wir haben noch keine Golden Soul entdeckt und auch sonst hält sich das hier noch zurück mit roten Münzen und sowas. Okay, da kommen wir nicht hoch. Aber hier sind Blöcke, um da wieder hochzukommen. Das ist in Ordnung. Können wir direkt mal hier, wo ist das Ding? Das hier testen. Hm. Okay, ich dachte, er kann vielleicht nicht schießen. Naja. Laden. Wo war denn der andere von denen? Ach so, andere Seite dann wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Ja, andere Seite, okay. Zzt, einmal hier rum. Nee, doch. Also sogar noch ein anderer gewesen. Okay. Fiese Falle, raus. Das war ja eine fiese Nummer. Drei Treffer. Okay, gut. Den brauchte ich weniger. Den habe ich ja schon ein bisschen unbeabsichtigt getroffen. Tut mir ja leid. Ihr Imps, aber anders geht das ja nicht. Das ist auch ein schönes, also dieses Level fängt doch echt diesen Mario-Charme wieder perfekt ein. Ich bin begeistert. Echt, hier stimmt eigentlich so gut wie alles. Oh shit. Oh nein. Ah. Den Hintern zu spät gesehen.
springt er da runter, heldenhaft wie er ist. Richtig cool. Mal gucken, was hier noch so ist. Ah. Drei Treffer davon reichen echt aus, um so einen umzulocken. Ist da noch einer? Imps. Ist da noch was? Ah, Kakodemons. Ah. Warte mal. Wo ist das andere Teil? 6? Nee. 5? 4, ne? 4. Ja! Das war jetzt auch fast schon ein bisschen zu mutig. Ich sag mal, Fehler werden gemacht. Gehört dazu. Ich will sehen, ob da irgendwas ist. Ich meine, umsonst kann man ja sicherlich nicht aufhüpfen. Das hat ja wahrscheinlich irgendeine Bewandtnis, oder? Scheinbar nicht. Na gut. Denn nicht. Oh shit, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, hab genau reingeguckt, wie so ein Depp. Ich sehe gerade, dass ich die Marken, die Münzen voll habe. Vielleicht sollte ich aufhören, die einzusammeln. Oh nein, 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 nein. Ja, vielleicht sollte ich aufhören, die Münzen einzusammeln. Oh shit, die bekämpfen sich gegenseitig, ja? Na gut. Was sie machen. Ja. Das habe ich jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich schon 99 Münzen voll habe. Ich habe wahrscheinlich schon einiges dadurch verschwendet. Weil ich glaube nämlich nicht, dass er. Dass er drüber zählt. Klar wäre das cool, wenn er jetzt intern weiterzählen würde. So nach dem Motto: oh. Du hast so und so viel Münzen und alle, die ich danach einsammle, die werden mir trotzdem gut geschrieben. Nur, er kann es halt nur nicht anzeigen. Aber ich glaube nicht, dass das hier so ist. Deswegen lasse ich die erstmal hier liegen, weil man kann ja jederzeit wieder zurückkommen. Was halt sehr gut ist, dass man einfach immer wieder herkommen kann. Passen. Ich habe nicht unendlich Lebenspunkte hier. ja, was halt sehr gut ist, dass man immer wieder hier zurückkommen kann, um weitere Sachen einzusammeln. Wie die Münzen zum Beispiel. Ich glaube nämlich nicht, dass die verschwinden oder so. So, wenn man das Level verlässt. Ich glaube, die bleiben... Was war das denn? Bleiben hier liegen. Wie etliche andere Items ja auch. Noch welche, weil. Dann kann man die nämlich später einfach wieder abholen, weißt du? Wenn man denn geshoppt hat, kann man immer gut hier wieder zurückkommen. Und sich neues Geld holen. Okay. Ich weiß gar nicht genau, wohin jetzt. Aber ich schätze, ich kann einfach den Gegner nachgehen. Ja, ich denke, es ist am schlausten, den spawnenden Gegnern nachzulaufen. Ah. Nee. Na doch. Doch. So, Munition brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht liegen lassen. Gucken, was hier unten so versteckt ist. Ach, Scheiße. Jetzt hätte ich es nicht geahnt. Oh, 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 nein, nein, nein. Ah, nein, ich Idiot. Ah, ich Idiot. Und ich habe noch überlegt. Speichern und so weiter. Hm. Habe ich gut versemmelt.
Ja, aber das ist mein Gedankengang. Wir lassen die Münzen erstmal hier liegen jetzt und holen uns die später. Wenn wir sie brauchen. Nein. Vier. So, mal hier. Den da runter schießen. Einmal alles nachladen, was wir benutzt haben. So. Dann wieder speichern. Aber lassen wir das Ding nochmal um die Ecke rumpreschen hier. Hallo. Okay. Das heißt, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Gucken, ist hier noch irgendwas versteckt, hallo? Irgendwelche fiesen Gegner-Überraschungen noch? Ah. Das hätte ich nicht gewusst, ne? Irgendwie hatte ich das im Gefühl, dass ich da sonst irgendwas fies von der Seite anschießt. Das Level ist aber auch heftig, ey. Heftig groß und so auch. Ich glaube, Münzen, die von den Gegnern fallen gelassen werden, die spawnen, glaube ich, wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Okay, dann ist die Golden Soul, aber... Na, was kommt denn noch? Irgendwie ein Bossgegner, irgendwelcher Mist aus dem Fußboden oder so? Nein? Huh. You got a Golden Soul! Yeah! Das Ende ist immer toll. Werde ich ausgespuckt hier. Wir gucken mal kurz das nach. Ich komme ja jederzeit wieder zurück hier. Ich will mal nachschauen, ob da noch... Aber dann müssen wir erst da hoch, ne, oder? Ja, ne? Genau, hier rüber, so zack. Ich will nur mal nachgucken, ob da die Münzen noch liegen. Ah. Zu dick. Munition. Hm. Wo ist du noch her? Gibt's ja nicht hier. Nur mal schauen, ob die Münzen dann noch sind. Aber hier müssten gleich echt ein ganzer... Ne, warte, war das hier? Doch, das war hier, ne? Ja. Hier müssten echt noch viele rumliegen. Da sind einige, hier sind einige. Da. Ja, okay, gut. Gut. Das wollte ich nur wissen. Die Münzen sind also noch hier. Aber ich glaube, die aus den Gegnern, wenn aus Gegnern welche rauskommen, die sind weg. Gut, es ist aber nicht weiter schlimm. Sind trotzdem noch immer genug Münzen hier. Ich habe nur 7 Lebenspunkte, Junge. Ja, genau. Hier sind ja die Bonus-Level, die irgendwie niemand eingesendet hat oder sowas. Schade. Außer es gibt noch irgendwie eine andere Datei oder so. Wir haben 6 Münzen jetzt. Gott, wenn wir denen irgendwas machen mit 6? Lass mal gucken. Hier waren wir ja überall durch. Hier war das. Wir können auch kurz einkaufen hier. So. Ja, pff. Habe ich gekauft jetzt, ne? Ja. Hm. Wow.
Mal schauen, hier oben war das 8, oder? 8, ja. Du bist so rein hier, ne? Hier war die Wüste. Da waren wir ja durch. Was war denn das noch? Das war Bowser's Castle, Schneeland, das Piratending. Fallweather, ja genau. Das hatten wir auch schon durch. Das auch. Happy Gardening, ja. Was übersehe ich denn gerade? Pyramide, Grasland. Ach, genau, das ist das Geisterhaus. Oh. Hier können wir auch rein. Was haben wir hier? Starry Night. Okay. 7 goldene Seelen. Aha. Starry Night wäre also das nächste direkt. Okay. Nach dem Buhu-Haus hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Safe Game. Dann sehen wir uns als nächstes im Buhu-Haus wieder. Buhu-Haus. Ich schalte mal um jetzt hier. Zack. So. Ja, das war eine, also Grassland, sehr geile Runde, hat mir sehr gut gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr stimmig, sehr unterhaltsam, sehr dicht auch an dieser Mario 64 Geschichte wieder dran, sehr coole Nummer, doch, Daumen hoch dafür, also bisher gefällt es mir eigentlich komplett wirklich gut, das Ganze hier, Golden Souls, ich habe am Anfang schon gedacht, ja, das kann auf jeden Fall ganz cool werden, so, ja, aber ich habe nicht gedacht, dass es so dermaßen cool wird. Sehr nice Sache. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auch auf diese Buhu-Geschichte jetzt. Mal gucken, wie das wird. Was da so los ist dann, ne? Ob das irgendwie, ob er extra Geistergegner macht. Die Pflanzen hat er ja auch extra eingebracht als neue Gegner und sowas. Aber, und der goldene Kakodemon, wir erinnern uns an der ersten Mission. Gucken. Irgendwie so unsichtbare könnte er zum Beispiel einbringen. Oder leicht transparente. Dieser komische Magier ist ja auch so in diese Richtung. Vielleicht gibt es da viele Magier. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Denn, ne, lasst doch ein Like da. Drückt den Daumen. Ne, hier, ne, die Glocke. Und folgt dem Kanal und so weiter. Das hilft uns, das hilft euch. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Ich sag schon mal danke. Und am Ende des Videos gibt es eine Playlist. Dann könnt ihr draufdrücken und dann könnt ihr alle bisherigen Folgen sehen, die wir gespielt haben. Und von da aus kommt ihr natürlich auch zu allen anderen Let's Plays, die wir haben. Ne, Doom Eternal, World of Warcraft, Diablo, The Messenger, ach, da ist so vieles bei. Einfach mal durchklicken, ist, denke ich, für jeden was zu finden. Und dann könnt ihr auch noch folgen auf /BloodandBrain, auf Twitter, Twitch, Facebook und so weiter. Auf Twitch sind wir übrigens mittwochs von 20 bis 23 Uhr unterwegs und sporadisch auch an anderen Tagen. Lasst also am besten da auch ein Follow, dann bekommt ihr auch immer mit, wenn wir online gehen. Das könnt ihr übrigens auch auf Facebook und Twitter nachlesen, ne? /BloodandBrain. Da posten wir auch, wann was online geht, was wir gerade streamen und so weiter und so fort. Und natürlich auch Infos zu Totenstadt und Voodoo-Heads, unseren beiden Kartenspielen. Über die ihr auch noch Infos findet auf www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com. Inklusive Regelwerke, Beispielkarten und Demo-Videos. Die Demo-Videos findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr guckt bei den Let's Plays, How to Play Totenstadt. Sehr interessant, könnt ihr euch mal reinschauen. Und ja, ich glaube, damit habe ich alles angesprochen. Und ich sage mal danke fürs Zuschauen. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.